Ich hatte lange Zeit Probleme, was ich mit Reispapier anstellen soll. Dabei gibt es wirklich ganz viele tolle und leckere Möglichkeiten, wie zum Beispiel diese Reispapier-Dumplings, die ich euch heute zeigen möchte. Super einfach gemacht, richtig schön gemüselastig, machen satt, kann man als Snack essen oder als Abendessen und sie gehen wirklich, wirklich einfach. Wenn ihr gespannt seid, wie man sie zubereitet, dann bleibt doch jetzt dran und viel Freude beim Videoschauen. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon mal die Zutaten vorbereitet. Hier haben wir 200 Gramm Champignons, grob gehackt, 3 Jungzwiebeln, einfach in Ringe geschnitten, 250 Gramm Weißkraut, einfach mit einem Sparschäler abgeschält, damit wir schöne, feine Stücke bekommen. Und 2 Karotten mit einem Julienne-Schneider behandelt und dadurch haben wir dann so eine kleinen Karottensticks. Das sind jetzt die Hauptzutaten, die ich in meine Füllung reingebe. Ich gebe diesmal keinen Fleischersatz hinzu, kann man aber natürlich machen, zum Beispiel veganes Hähnchenfleisch. Fleischersatz oder Tofu könnt ihr dann ganz einfach mit dem Gemüse zusammen anbraten. Anbraten ist jetzt auch ein gutes Stichwort, denn das werden wir jetzt machen. Hier könnt ihr schon meine Pfanne sehen. Die ist auf den Herd gestellt. Ich habe den Herd angeschaltet und gebe jetzt ungefähr 2 Esslöffel Sesamöl hinein. Falls ihr mehr Öl benötigt, könnt ihr dann mit neutralem Öl strecken, damit das nicht zu sesamlastig wird. Wir warten kurz, dass das Sesamöl erhitzt ist und dann geben wir die Zutaten als erstes hinein, die am längsten brauchen. In meinem Fall sind es die Karotten, dann folgt das Weißkraut, dann die Champignons und zum Schluss die Jungzwiebeln. Die Karotten brauchen jetzt in der Größe ungefähr 1,5 bis 2 Minuten. Dann folgt auch schon das Kraut. Da die Zutaten so fein geschnitten sind, geht das wirklich richtig schnell. Ansonsten bräuchte natürlich das Kraut viel länger. Einfach jetzt so lange umrühren und anbraten, bis ihr merkt, das Kraut fällt ein bisschen in sich zusammen und sieht nicht mehr so hart aus. Dann folgen die Champignons. Das Gute ist, die Champignons geben auch ein bisschen Flüssigkeit ab, sodass wir keine Angst haben müssen, dass alles anbrennen könnte. Wer keine Champignons möchte, kann, wie vorhin schon erwähnt, natürlich Tofu verwenden, dann hat man auch ungefähr die gleiche Haptik im Mund beim Abbeißen. Es gibt auch super Tofu auf Kichererbsen- oder Linsenbasis, den kann man natürlich auch verwenden, wenn man Soja meiden möchte. Und zu guter Letzt folgt natürlich die Jungzwiebel. Das Ganze ist noch nicht gewürzt und das machen wir jetzt. Als erstes gebe ich getrockneten Ingwer hinzu, der gemahlen wurde, und getrocknetes Zitronengras. Das wurde auch zerkleinert. Dann eine gute Prise Salz. 2 Prisen Pfeffer. Ungefähr einen Esslöffel Sesam. Mein Sesam ist ungeschält. Und 20 ml Sojasauce. Ihr könnt schon den Herd ausschalten und einmal umrühren. Jetzt wartet ihr ungefähr noch eine Minute, dann nehmt ihr eure Füllung aus der Pfanne, gebt sie auf einen Teller, macht die Pfanne sauber, die brauchen wir gleich nochmal, und lasst die Füllung etwas abkühlen, sodass ihr sie mit den Händen anfassen könnt und es nicht zu heiß ist. Also ungefähr 20 Minuten. Jetzt dürfen wir auch schon zum spaßigsten Teil kommen, und zwar unser Reispapier füllen und einrollen. Wie ihr sehen könnt, ich habe die Füllung auf 2 Tellern verteilt, einfach damit sie schneller auskühlt. Und ich habe auch etwas Sesam vorbereitet in einen extra Teller. Mein Reispapier ist rund, damit komme ich am besten klar, und es hat einen Durchmesser von 22 cm. Außerdem brauchen wir natürlich noch ein feuchtes Handtuch bzw. Küchentuch. Das Küchentuch sollte wirklich feucht sein, denn das Reispapier wird nachher ganz schnell wieder fest. Wir nehmen uns jetzt ein Stück, den Rest können wir an die Seite geben und spülen das ordentlich unter Wasser weich. Reispapier haltet ihr ungefähr für 5 bis 10 Sekunden unter dem Wasser. Ihr könnt das Wasser auch auffangen, so wie ich es mache, um später eure Pflanzen zu gießen. Oder ihr verwendet einfach eine große Schüssel, wo das Reispapier reinpasst, taucht es kurz rein und dann legt es auf euren Handtuch oder euer Geschirrtuch. Ihr merkt dann auch ganz schnell, es wird richtig super feucht. Ich hoffe, ihr seht was. Hier ist das Reispapier. Und dann gebt ihr auch schon die Füllung drauf. Und zwar nicht ganz unten oder oben, sondern im unteren Bereich, ungefähr 5 bis 6 cm lang, je nachdem, wie groß euer Reispapier ist.
Je mehr Füllung, desto schwieriger ist es zu rollen, aber natürlich auch leckerer, als wenn nur so ganz wenig Füllung drin ist. Dann schlagen wir als erstes die Seiten zur Mitte und über die Füllung. Und dann können wir das untere Stück über die Füllung schlagen. Und ich drehe euch kurz mal das Handtuch, damit ihr ein bisschen besser was seht. Und den Rest wickeln wir einfach vorsichtig nach oben auf. Das Schöne ist, es klebt alles fest und ihr könntet das jetzt natürlich auch so essen. Aber wir wollen es ja als Dumpling haben, als Reispapier-Dumpling. Deswegen geben wir das Ganze in Sesam und gebt sie dann an die Seite, denn wir müssen jetzt natürlich noch die anderen Rollen vorbereiten. Und so sieht dann das gute Stück aus. Ihr müsst natürlich auch nicht jede Rolle in den Sesam geben. Ich werde das nämlich auch nicht machen, denn nicht alle mögen hier Sesam. Und ihr habt jetzt gesehen, wie das Prinzip ist. So macht ihr weiter, bis ihr keine Füllung mehr übrig habt oder kein Reispapier mehr habt. Bei mir sind jetzt 12 Röllchen gefüllt. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe meinen Mädchen etwas Füllung abgegeben. Sie mögen sie gerne so zum Essen, sonst hätte ich sicherlich 14 bis 15 Rollen hinbekommen. Diese Rollen habe ich jetzt einfach auf Tellern gegeben. Achtung beim Abmachen, sie kleben etwas fest. Und dann können wir jetzt auch zum letzten Mal zum Herd übergehen und brauchen jetzt wirklich nur noch vielleicht 3 Minuten und sind fertig und können dann essen. Setzt wieder eine Pfanne auf. Ich verwende die von vorhin, habe sie nur ausgewaschen und stelle ich den Herd an. Diesmal ein wenig mehr Öl und neutrales Öl in die Pfanne geben, ungefähr 3 bis 4 Esslöffel. Einfach damit das Reispapier so einen frittierten Crunch kriegt. Schnappt euch auch schon mal vielleicht Gabeln oder etwas anderes, wo ihr dann die Röllchen wenden könnt. Stellt euch schon mal eure Reispapierröllchen bereit und dann können wir sie gleich in die Pfanne geben. Ihr könnt vielleicht sehen, bei mir ist der Pfannenboden ganz minimal bedeckt, genauso soll es sein. Wir wollen nicht, dass die Röllchen im Öl schwimmen, aber dass der Pfannenboden gut bedeckt ist. Erstens, damit sie nicht festkleben und zweitens, damit wir wirklich dieses schöne, krosse, spätere Geschmackserlebnis erhalten. Meine Pfanne ist jetzt noch nicht richtig heiß, aber schon warm und ich wage es einfach und gebe die ersten Röllchen hinein. Den leeren Teller lasse ich gleich stehen, damit ich die angebratenen Reispapierröllchen draufgebe, beziehungsweise unsere Reispapier-Dumplings. Wenn ihr merkt, eure Röllchen fangen an zu tanzen und zu hampeln, dreht sie vorsichtig um, damit nichts anbrennt. Das dauert jetzt ungefähr eine Minute. Wendet sie regelmäßig und lasst ein bisschen Platz zwischen den Reispapier-Dumplings, einfach damit sie nicht zusammenkleben. Ist eine schöne Farbe erreicht und sie sind kross geworden, könnt ihr sie aus der Pfanne nehmen und natürlich, wenn ihr noch welche übrig habt, die anderen auch ausbacken. Und dann mit Soßen eurer Wahl servieren und losmampfen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Nachmachen, ein gutes Geschmackserlebnis und freue mich natürlich, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu können. Bis dahin alles Liebe und tschüss!